Willkommen auf dem Technik-Salon-Kanal. Da sich im Laufe der Zeit so viel Technikzeug und Kamerazubehör bei mir angesammelt hat, habe ich mich nach einer passenden Tasche umgeschaut. Und das übliche Vorgehen, bevor man sich etwas anschafft, ist natürlich, man informiert sich im Internet. Und nachdem ich mich von einem Haufen bekannter Technik-YouTuber beeinflussen lassen habe, habe ich mich zum Kauf des Amazon Basics Fotorucksacks entschieden. Wie mein persönliches Urteil über diesen Fotorucksack ist und ob ich ihn weiterempfehlen kann oder ob es bessere Optionen gibt, erfährt ihr natürlich wie immer nach dem Intro. Doch bevor es anfängt, lasst mir doch einen Daumen nach oben und wenn ihr eventuell Fehlkäufe vermeiden wollt, dann abonniert doch meinen Kanal. Fotorucksäcke sind meistens teuer. Das hat aber einen bestimmten Grund, denn Fotorucksäcke müssen meistens sehr teure Kameras und Equipments gut schützen. Und die Fächer sind meistens ausgeklügelt platziert, um die Arbeit eines Fotografen zu erleichtern. Je ausgeklügelter das System des Rucksacks ist und je besser die Verarbeitung ist, desto teurer ist er. Doch sowas kann ich mir nicht leisten. Und ein Profi-Fotograf, der mit Fotos und Videos sein Geld verdient, bin ich auch nicht. Deshalb habe ich was in mein Preisniveau gesucht und bin sofort auf den Amazon Basic Rucksacks für DSLR-Kameras und Laptops aufmerksam geworden. Denn der hatte einigermaßen gute Bewertungen und große Technik-YouTuber wie Felix Bar, InuReview und weitere Personen schwören auf dieses Teil. Deshalb habe ich ihn einfach mal besorgt. Obwohl er vielleicht optisch nicht gerade mein Geschmack ist. Aber über den Geschmack lässt sich bekanntlich streiten und das war für mich persönlich nicht so wichtig. Der Schwerpunkt war für mich hier die Funktionalität. Und da kommen wir gleich zur ersten Frage. Was macht einen guten Fotorucksack überhaupt aus? Und für mich war es wichtig, dass er genug Stauraum für das ganze Equipment bietet und dass es zudem noch sicher verstaut ist und nichts kaputt geht. Und im Amazon Basic Rucksack haben wir hier ein Hauptfach, in dem so Art Schaumstofftrenner sind. Diese können wir rausnehmen und nach unserem eigenen Bedarf anpassen. Braucht natürlich ein bisschen Zeit, bis man alles optimal für sein Equipment eingerichtet hat. Und bei richtiger Einteilung kann man hier wirklich viel unterbringen. Also mein Equipment passt da locker rein, beispielsweise meine Kamera, GoPro, Zubehör, Objektive und anderes Zeug. Zusätzlich bieten die vielen Nebenfächern ebenfalls ausreichend Stauraum für Kleinzeug und die äußeren Schnallen können wir so Sachen wie sperrige Stative oder Gimbals anbringen. Hinten haben wir noch ein Laptopfach, wo bis zu 15 Zoll Notebooks reinpassen, also Staumöglichkeiten gibt es hier genug. Aber da wäre die Frage, ist das Equipment hier überhaupt sicher verstaut? Und das Thema Sicherheit ist ein wichtiges Kriterium für einen Fotorucksack, welches sich auf verschiedenen Ebenen widerspiegelt. Denn wie ihr wisst, Fotoequipment ist verdammt teuer und da möchte man natürlich vermeiden, dass was geklaut wird oder etwas kaputt geht. Je dicker die Schaumstoffpolsterung des Rucksacks ist, desto geringer ist das Risiko, irgendwelche Schäden zu bekommen. Am Amazon Basic haben wir eine leichte Polsterung an den Seitenwänden, am Rücken ist die Polsterung sogar ziemlich dick. Wichtig sind auch hier die Schaumstofftrenner, denn die geben dem Ganzen den nötigen Halt. Die längeren Trenner sind nicht ganz so steif, also hier bemerkt man schon einen leichten Preisunterschied. Bei den teuren Modellen haben die einen besseren Halt. Das macht sich vor allem bemerkbar, wenn man wenig Equipment im Rucksack hat. Denn dann rutscht da schon ab und zu mal was rum. Aber ich sag mal so, es hält sich in Grenzen. Und bei mir ist alles noch unversehrt geblieben. Vor Regen haben wir hier auch eine Regenschutzkappe, sodass die Kamera immer schön trocken bleibt. Diebstahlsicher ist der Fotorucksack meiner Ansicht überhaupt nicht. Denn so einen Rucksack nimmt man doch schon ab und zu mal fürs Reisen mit. Und wenn man vielleicht in einem Land ist, wo die Kriminalitätsrate etwas höher ist, sollte man da schon auf der Hut sein. Also da sieht man, dass teure Fotorucksäcke da überlegen sind, denn bei denen kommt man an das Equipment meistens nur über die Rückenseite ran. Hier kann man einfach nur den Reißverschluss öffnen und loses Equipment rausnehmen, ohne dass man es bemerkt. Und glaub mir, Diebe erkennen sofort einen Fotorucksack, bei denen es sich lohnt zuzuschlagen. Kommen wir mal aber zum Tragekomfort. Durch seine dicke Rückenpolsterung ist der Rucksack wirklich angenehm zu tragen. Die Trageriemen sind auch in Ordnung und bieten zusätzlich Anhängemöglichkeiten. Zudem haben wir hier noch eine Bauchschnalle. Dadurch können wir ohne Absetzen des Rucksacks diesen nach vorne drehen, Sachen rausnehmen und wieder aufsetzen. Praktisch vor allem, wenn vielleicht der Boden nass oder dreckig ist. Jedoch muss ich sagen, dass er für lange Wanderungen
für Berg-, Fahrradtouren wirklich ungeeignet ist. Denn durch die dicke Rückenpolsterung schwitzt man am Rücken extrem. Also für den Outdoor-Bereich eher ungeeignet. So. Wie schaut's aber mit der Qualität und der Verarbeitung aus? Die äußerliche Verarbeitung kann man wirklich nicht bemängeln. Die Nähte halten, auch nach mehrmaligem Gebrauch sehe ich noch keine Ausfransungen und der Reißverschluss und die Schnallen halten ebenfalls gut. Was mich aber hier an diesem Rucksack total stört, ist die Innenfutterverarbeitung im Hauptfach mit den Schaumstofftrennern. Denn schon beim erstmaligen Gebrauch hatte ich so meine Bedenken, dass ich das Innenfutter durch das immer wieder rausziehen und anbringen der Klettverschlüsse zerreiße. Also die Schaumstofftrenner müssten immer vorsichtig abgezogen werden, da der Stoff da ziemlich dünn ist und schnell mal ausleiert oder reißt. Und hier macht sich meiner Meinung nach der Preisunterschied am meisten bemerkbar. Kommen wir mal aber zu meinem Fazit. Wer ein Hobbyfotograf oder ein Hobbyfilmer ist, der sein Equipment griffbereit verstauen will und ihn nicht im Dauereinsatz hat, sondern hin und wieder mal benutzt, ist der Amazon Basic eine günstige und gute Variante eines Fotorucksacks. Für einen Profifotografen oder für den Dauereinsatz ist der Amazon Basic nicht geeignet. Denn durch die Dauerbelastung wird vor allem das Innenfuttermaterial früher oder später wahrscheinlich nachgeben. Auch ambitionierte Landschaftsfotografen, die öfters mal berghoch gehen, ist der Rucksack auch ziemlich ungeeignet, da man darunter schwitzt wie Sau. Also überlegt euch gut, ob ihr ein bisschen mehr Geld ausgibt oder vielleicht doch einen normalen Rucksack zulegt, in dem man ebenfalls ein bisschen Equipment mitnehmen kann. Denn oftmals braucht man nicht zwingend einen Fotorucksack. Vor allem nicht, wenn man nur eine Kamera und ein Stativ hat, was eigentlich vollkommen für die Landschaftsfotografie ausreicht. Eine wirklich gute und günstige Option will ich euch aber heute vorstellen, und zwar ist es der Original Bundeswehr Kampfrucksack. Preislich sogar in der gleichen Spanne. Wieso empfehle ich euch den? Zum einen habe ich ihn selber 9 Monate lang im Dauereinsatz im tiefsten Dreck benutzt und dieser Rucksack hat allen Einwirkungen standgehalten. Doch was hat er überhaupt mit einem Fotorucksack zu tun? Militärische Rucksäcke müssen Fächer und Gurtschnallen für Gerätschaften, Munition, Waffen, Helme und Schlafsäcke haben. Und eine Waffe hat eigentlich so ziemlich die gleiche Form wie ein Stativ. Sprich, wo die Waffe oder ein Schlafsack vorgesehen war, können wir hier ein Stativ oder ein Gimbal oder anderes sperriges Zeug platzieren. Zum anderen hat dieser Rucksack ein Volumen von 65 Liter, sprich es passt ordentlich was rein. Und mit ein bisschen Geschick, einem Pulli, einem Handtuch oder einer kleinen zusätzlichen Kameratasche kann man in seinen Rucksack die Kamera ebenfalls sicher verstauen. Das war's auch schon von mir. Wenn euch das Video auf irgendeine Weise geholfen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben oder abonniert den Kanal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Technik-Salon.